Die Anforderungen an Reinräume sind in den Bereichen Pharma, Medizintechnik und im Gesundheitswesen sehr anspruchsvoll. Höchste Luftdichtigkeit und hygienisches Design sind nur zwei der vielfältigen Herausforderungen. Efferflex Reinraumtore sind perfekt an die Gegebenheiten in kontrollierten Fertigungszonen angepasst und dies selbstverständlich TÜV-zertifiziert. Übrigens, Reinräume sind in vielen Industriezweigen zu finden. Zum Beispiel Optik, Kosmetik, Automotive, Elektronik und viele mehr. In die komplexe und spannende Welt der Reinraumtore nimmt Sie nun mein Kollege und Experte Klaus Mannlich mit. Viel Spaß! Vielen Dank, Rebecca. Guten Tag, ich bin Klaus Mannlich von der Efferflex Sales Academy. Heute möchte ich Ihnen gerne etwas zum Thema Tore für Reinräume berichten. Im Jahr 2003 kam ein japanischer Kunde auf Efferflex in Japan zu und fragte nach einem Tor für die Erweiterung einer pharmazeutischen Produktion. Dieser Kunde hatte eine sehr präzise Vorstellung über die Anforderungen an dieses Tor, konnte aber weltweit keinen Anbieter hierfür finden. Die Validierung seiner Produktionsstätte hing jedoch von genau diesen Produkteigenschaften ab. Da bereits andere Efferflex-Tore bei diesem Kunden im Einsatz waren und der Kunde mit Produkt und Service sehr zufrieden war, kam er mit seinen Anforderungen erneut auf uns zu und wir fingen an, ein Tor für exakt seine Anforderungen zu entwickeln. Nachdem wir einen Prototypen zur Zufriedenheit dieses Kunden entwickeln konnten, erhielten wir einen Auftrag für mehr als 150 Tore dieses neuen Typs. Noch während der Realisierungsphase für diesen Kunden wurde uns klar, dass es innerhalb der Pharmazeutik viele hundert weitere Möglichkeiten geben muss, ein solches Tor zu platzieren. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es weltweit keine zertifizierten Schnelllauftore für Reinraumeinsätze. Wir haben unsere Konstruktion von einem namhaften Institut testen lassen und konnten auf Anhieb eine Zertifizierung für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 erreichen. Dies war der Beginn der EFA-SRT-CR-Geschichte und CR steht für Cleanroom. Dass CR-Tore nicht nur in der Pharmazeutik zum Einsatz kommen würden, wurde uns relativ schnell klar, nachdem ähnliche Anforderungen aus ganz anderen Branchen an uns herangetragen wurden. Was ist ein Reinraum? Gemäß Definition ist ein Rein- oder Reinstraum ein Raum, in dem die Konzentration luftgetragener Teilchen sehr gering gehalten wird. Das können zum Beispiel Staubpartikel, Hautschuppen oder auch Mikroorganismen oder Keime sein. Auch andere Parameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Druck müssen in der Regel ebenfalls konstant gehalten werden, um jederzeit möglichst identische Bedingungen zu gewährleisten. Oft denkt man beim Thema Reinraum zuerst einmal an die Pharmaindustrie und an die Herstellung von Mikrochips. Doch das ist bei weitem nicht alles. In verschiedensten Industriebereichen sind sehr konstante Produktionsbedingungen und hohe Sauberkeit die Voraussetzung für die Einhaltung von Qualitätsstandards. Darum findet man Reinraumbereiche und damit auch Reinraumtore mittlerweile in praktisch allen Bereichen, in denen kontrollierte Umgebungsbedingungen benötigt werden und nicht nur in der Pharma- oder in der Halbleiterindustrie. Ein paar typische Beispiele wären hier die Luft- und Raumfahrttechnik, die optische Industrie, die Nanotechnik, die Kosmetikindustrie, die Lebensmittelindustrie, der Bereich des Life Science Engineerings oder auch die Produktion von Nahrungsergänzungsmitteln, um nur ein paar zu nennen. Aufgrund dieser ganz unterschiedlichen Branchen, in denen Reinraumtore eingesetzt werden, gibt es auch entsprechend unterschiedliche Normen, die in diesen Branchen Anwendung finden. In der Lebensmittelbranche werden ganz andere Normen angewendet, wie zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrttechnik. Wenn es allerdings um Reinräume geht, dann landet man immer wieder bei einem gemeinsamen Nenner. Es geht um die Sauberkeit der Luft. Genauer gesagt, eine Definition von Partikelanzahl und Partikelgröße, die sich in einem Kubikmeter Luft befinden dürfen. In der DIN EN ISO 14644 sind die Reinraumklassen definiert und die dafür zulässigen Grenzwerte bezüglich der Partikelzahl pro Kubikmeter Raumluft festgelegt. Sieht man sich dann aber beispielsweise den EU-GMP-Leitfaden oder die diversen Normen und Richtlinien der verschiedenen anderen Branchen an, dann stellt man fest, dass diese bezüglich der Luftreinheit direkt auf die ISO 14644 referenzieren oder die Grenzwerte aus dieser Norm 1:1 übernommen haben.
Zur Beurteilung der Reinraumtauglichkeit von Toren sind eigentlich zwei Regelwerke relevant. Das eine ist diese DIN EN ISO 14644-1 als übergeordnete Norm. Diese Norm macht aber keine Vorgaben bezüglich der Betriebsmittel. Darum gibt es dann noch die Richtlinie VDI 2083, die das Nachweisen der erforderlichen Reinheitstauglichkeit von Betriebsmitteln und Komponenten in eben diesen Bereichen regelt. Was sind die Besonderheiten von CR-Toren und wo liegen die Unterschiede zu Standard-Schnelllauftoren? Im Reinraumbereich gibt es zwei essentielle Anforderungen an die Tore, die das Design, die konstruktive Auslegung und auch die Materialauswahl beeinflussen. Das sind eine hohe Luftdichtigkeit und einfache Reinigung. Warum sollen CR-Tore möglichst luftdicht sein? Da in Reinräumen eine kontrollierte Atmosphäre aus gefilterter Luft mit Über- oder Unterdruck erzeugt wird, sollten die Tore natürlich so dicht wie möglich abschließen, um den Verlust dieser aufwendig und teuer gefilterten Luft so gering wie möglich zu halten. Dabei muss das Tor natürlich auch Druckunterschieden standhalten können, die in der Regel bis zu 30 Pascal betragen. Während normale Standardrolltore extrem undicht sind, werden bei den CR-Toren konstruktive Maßnahmen getroffen, um die Tore so dicht wie möglich zu bekommen. In dem Bereich bis zu 30 Pascal haben Standard-Schnelllauftore, egal von welchem Hersteller, unter Reinraumbedingungen eine Leckagerate von mehreren 100 bis zu über 2000 Kubikmeter Luftverlust pro Stunde. Gute CR-Tore hingegen bleiben in dem Bereich bei unter 50 Kubikmeter Luftverlust pro Stunde. Beim Design gilt ganz besonders der altbekannte Lehrsatz aus der Architektur und dem Produktdesign: Form follows function. In Reinräumen wird unterschieden zwischen einer sogenannten turbulenten Mischströmung und einer laminaren Verdrängungsströmung. Untersuchungen in Reinräumen haben ergeben, dass in der Umgebung eines Menschen bei turbulenter Umströmung eine etwa 10-mal höhere Partikelkonzentration als bei laminarer Strömung auftritt. Das bedeutet also, die Produkte würden deutlich häufiger kontaminiert werden. Darum wird die sogenannte turbulente Mischströmung maximal für Reinräume mit niedrigen Anforderungen wie ISO Klasse 7 und Klasse 8 eingesetzt. Bei höheren Anforderungen wird meist eine turbulenzarme Verdrängungsströmung erzeugt. Auch die verwendeten Anlagen, Geräte und Maschinen dürfen diese laminare Strömung nur minimal stören. Deshalb wird beim Design und bei der Oberflächengestaltung von Reinraumtoren größter Wert auf möglichst glatte Oberflächen ohne Störkanten und mit so wenig wie möglich waagrechten Flächen gelegt. Dadurch können Verwirbelungen minimiert werden und zudem werden auch Bereiche oder Flächen vermieden, an denen sich Partikel ablagern könnten. Und ein weiterer wichtiger Nutzen: die glatten Oberflächen erleichtern auch die Reinigung und Desinfektion, was im Reinraumbereich normalerweise regelmäßig durchgeführt werden muss. Die Thematik der Reinigung spielt auch bei den verwendeten Materialien eine Rolle. Aufgrund der verwendeten, teilweise sehr aggressiven Reinigungs- und Desinfektionsmittel muss bei der Materialauswahl auf eine hohe Chemikalienbeständigkeit geachtet werden. Für alle Oberflächen im Reinraumbereich ist Edelstahl ganz klar die erste Wahl. Für geringere Reinraumklassen ist es durchaus auch möglich, verzinkten und dann pulverbeschichteten Stahl einzusetzen. Das bringt kostenseitig natürlich Vorteile. Allerdings sollte man berücksichtigen, dass jede kleine Kollision, beispielsweise mit einem Handwagen, zu Abplatzern führen kann, was dann die Oberfläche natürlich unwiederbringlich schädigt. Wir bei EVA Flex machen es oftmals so, dass wir im Zweifelsfall unseren Kunden im Vorfeld Materialproben zur Verfügung stellen, damit dort vorab die Verträglichkeit mit seinen verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmitteln getestet werden kann. Ein weiterer Aspekt bei der Materialauswahl ist die Abriebfestigkeit. Grundsätzlich kann es bei allen bewegten Teilen durch Reibung zu Materialabrieb kommen. Das bedeutet zu einer Partikelemission durch diese bewegten Teile. Das kann man im Reinraumbereich natürlich nicht brauchen.
Durch eine intelligente Materialauswahl, die Verwendung von hochwertigen Materialien und Komponenten sowie die Minimierung der Reibgeschwindigkeiten an kritischen Bauteilen kann die Partikelemission durch Reibung minimiert werden. Ich stehe hier gerade vor unserem Topmodell, dem EFA SRT CR Premium. Das Tor ist zertifiziert für Reinräume ISO Klasse 5. Dies ist die anspruchsvollste Zertifizierungsklasse für schnell laufende Reinraumrolltore weltweit. Wie man sieht, sind die Grundkonstruktion und alle sichtbaren Stahlteile aus Edelstahl. Die Designvorgabe war, die Oberflächen so glatt wie möglich zu gestalten, also sichtbare Schrauben, Muttern, Kanten oder Vorsprünge zu vermeiden, damit möglichst wenig Oberflächen bestehen, an denen sich Partikel ablagern können und die Strömungswirbel erzeugen würden. Wie man sieht, wurde das perfekt umgesetzt. Wir haben einen flächigen Übergang von der Zarge zur Abdeckung der Wickelwelle. Die Verkleidung oben ist in drei Varianten erhältlich. Mit einer Abschrägung von 15 Grad, einer Abschrägung von 45 Grad oder als senkrechte Fläche bis zur Decke hoch. Wobei natürlich die letztere Variante zu bevorzugen ist. Es gibt daran nämlich keinerlei horizontale Flächen, an denen sich Partikel ablagern können. Auch die Torsteuerung mit dem Bedienpanel ist in die Zarge flächenbündig integriert. Sollte eine USV, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, zur Notöffnung benötigt werden, kann man diese ebenfalls in die Zarge integrieren. Der Torbehang besteht aus einem 2 mm dicken PVC-beschichteten Polyestergewebe. Durch die besondere Webart dieses Polyestergewebes ist es besonders querstabil, damit eine möglichst geringe Durchbiegung auftritt, wenn das Tor druckbelastet ist. Für den Torbehang stehen verschiedenste Farben zur Auswahl. Blau, Gelb, Orange, Rot, Grün, Weiß, verschiedene Grautöne und auch Papyrusweiß. Alle Behänge sind natürlich FDA-konform. Auch ein Sichtfenster kann selbstverständlich integriert werden. Das Material des Fensters ist Weich-PVC, welches allerdings nicht die Querstabilität des drumherum liegenden Materials besitzt. Und deswegen baucht das Tor bei Druckbelastung deutlich stärker aus. Darum sollten Fenster immer nur so groß wie unbedingt nötig ausgeführt werden. So viel zu unserem Topmodell, dem EFA SRT CR Premium. Aber das ist nicht das einzige speziell für Reinräume ausgelegte Tor von EFAflex. Um den unterschiedlichen Anforderungen der verschiedenen Branchen gerecht zu werden, ist das EFAflex-Portfolio im Laufe der Jahre mittlerweile auf 5 verschiedene Tormodelle speziell für Reinraumanwendungen angewachsen. Um 2 weitere Schnelllaufrolltore mit flexiblem Torbehang, beide zertifiziert für Reinräume der ISO Klasse 6, sowie noch 2 Tore mit festem Torbehang für den Reinraumbereich, ein Spiraltor sowie eine Schiebeluke. Das Reinraum-Spiraltor EFA STTCR nimmt eine Sonderstellung ein. Es ist das einzige Spiraltor weltweit, das für Reinräume zertifiziert werden konnte. Dieses Tor ermöglicht den Einsatz von bis zu 4x5 Meter großen Toren. Sie sehen es hier hinter mir. Es wird gerne im Bereich von Materialschleusen eingesetzt, wenn größere Öffnungen und eine hohe Transparenz gefragt sind. Die Schiebeluke EFA HVS, ein hermetisch vertikales Schiebetor, ist nur für Materialschleusen konzipiert, nicht für den Personenverkehr. Das Torblatt besteht aus Edelstahl und kann optional auch ein Sichtfenster aus ESG haben. Ein weiteres Tor, damit also unser 6. Reinraumtor, steht unmittelbar vor der Markteinführung. Es wird ein weiteres Schnelllaufrolltor sein, welches für die ISO Klasse 7 zertifiziert sein wird. Sie sehen, EFAflex hat ein sehr breites Portfolio an Toren für den Reinraumbereich, mit dem wir wirklich auf nahezu alle Kundenbedürfnisse optimal eingehen können. Gemeinsam ist allen Tortypen, dass sie auf maximale Abdichtung ausgelegt sind, um Luftverluste im Reinraum so gering wie möglich zu halten. In Zeiten von explodierenden Energiekosten ist das Minimieren von Luftverlusten umso wichtiger. Das bringt eine effektive Kosteneinsparung im Betrieb bei gleichzeitiger CO2-Einsparung. Vielen Dank, dass Sie auch heute bei der EFAflex Sales Academy dabei waren. Bitte schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es um weitere Hintergrundinfos rund um Schnelllauftore geht. Und nicht vergessen, folgen Sie uns auf Facebook und LinkedIn.